In Lütjenburg. Dirk Baumann hat es sich zur Aufgabe gemacht, den jungen Menschen des SOS Kinderdorfes eine Stimme zu geben. Sein außergewöhnliches Engagement wundert mich nicht, denn seine Vergangenheit ist unwiderruflich mit diesem SOS Kinderdorf verwoben. Dirk, du hast ja eine ganz persönliche Verbindung hier zu diesem SOS Kinderdorf. Ja. Erzähl mir mal davon. Ich bin hier selbst groß geworden in dem SOS Kinderdorf. 1970 bin ich hier in das Kinderdorf gekommen, zusammen mit meinem Bruder. Und wir haben in einem dieser Häuser da hinten gewohnt. Wie alt warst du damals? Ich war 2¾ und habe hier meine Kindheit und meine Jugend verbracht. Und es muss eine glückliche Kindheit gewesen sein, sonst wärst du heute nicht hier sozusagen. Ja, in der Tat, es war eine schöne Kindheit. Wir hatten keine Sorgen in dem Sinne. Ja. Wir haben viele Kinder gehabt, mit denen wir gespielt haben. Wir haben hier Freiheiten gehabt. Ich sag immer Bullabü in Lütjenburg. Das war's eigentlich. Und es war einfach schön. Was für Kinder kommen hierher und unter welchen Umständen haben sie gelebt? Die Kinder kommen erstmal vom Jugendamt. Also in der Regel ist es so, dass das Jugendamt entscheidet, dass die Kinder nicht mehr zu Hause bei ihren Eltern leben können. Aus welchen Gründen auch immer. Und wir fragen dann eine Kinderdorfmutter an, ob sie sich vorstellen könnte, mit den Kindern zusammenzuleben. Da ist erstmal egal, woher sie kommen und was sie so an Schwierigkeiten vielleicht mitbringen. Wichtig ist, dass die Kinder hier dann die Möglichkeit haben, Fuß zu fassen, zur Ruhe zu kommen. Denn in der Regel haben sie schon einiges erlebt. Was ist dir persönlich wirklich wichtig? Was möchtest du den Kindern so mitgeben? Für mich ist wichtig, dass die Kinder spüren, dass sie ein wertvoller Mensch sind, dass sie eine Persönlichkeit sind. Sie müssen das Gefühl bekommen, sie sind was wert, sie sind wertvoll. Jetzt kannst du ja wunderbar den Vergleich ziehen, weil du selber hier warst als Kind. Hat sich viel verändert oder würdest du sagen, dieser Geist des SOS Kinderdorfs, das ist noch genau der gleiche? Kinder kriegen hier die Chance, groß zu werden. Und das bleibt auch weiterhin. Was sich verändert hat, sind tatsächlich die Rahmenbedingungen. Die sind auf der anderen Seite etwas strenger, vom Jugendamt auch, wo ich sage, das ist auch gut so. Aber der Geist von früher, der ist weiterhin da. Und ich hoffe auch, dass der auch die nächsten 50 Jahre so bleibt. Ja, Dirk, man merkt wirklich, dass dir das alles hier sehr am Herzen liegt. Das ist wichtig, ja. Ja, die Suche nach Bens Mutter war gar nicht so einfach und leider auch noch nicht am Ende. Wie es weiterging, sehen wir gleich. Vorher aber zu einer ganz anderen Geschichte. Ich habe mich mit Günther getroffen. Im Gegensatz zu Ben ahnte der viele Jahre lang nicht, dass er adoptiert wurde. Bis zu einem schicksalhaften Tag im Jahr 2006. Der 35-jährige Notfallsanitäter Günther führt ein zufriedenes Leben in Magdeburg. Doch seit nunmehr 14 Jahren klafft eine große Lücke in seinem Herzen. Ich bin auf der Suche nach meiner leiblichen Mutter Gabriela und das schon seit vielen, vielen Jahren. Eigentlich weiß ich über meine leibliche Mutter gar nichts. Ich habe nur ein Dokument, wo der Name und ihr Geburtsdatum niedergeschrieben ist. Ansonsten habe ich keinen weiteren Kenntnisstand. Günther wächst gemeinsam mit seiner 4 Jahre älteren Schwester Sandra bei seinen Eltern Katrin und Siegfried in der DDR auf. Für ihn ist es eine unbeschwerte und glückliche Zeit. Ich habe eine super Kindheit genossen. Sie haben mir sehr viele Sachen ermöglicht. Genug Aufmerksamkeit, schöne Ferien. Also mir hat es in dem an nichts gefehlt. Günther ist wunschlos glücklich. Bis zu jenem schicksalhaften Tag im Jahr 2006, als ihn ein Anruf seiner Eltern erreicht. Sie bitten ihn um ein wichtiges Gespräch. Dann kam der Zeitpunkt, wo ich dann zu meinen Eltern gefahren bin. Ja. Bin rein, ich wurde empfangen, dass ich mich auf die Couch setzen sollte. Beide saßen ebenfalls mit auf der Couch. Mein Vater hat dann angefangen zu sagen, ja, wir müssen dir was erzählen. Dann habe ich erfahren, dass ich adoptiert bin. Es war für mich in dem Moment wie eine Schockstarre. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte, ob sich was ändert. Günther braucht einige Zeit, um diese Information zu verarbeiten. Doch die Liebe zu seinen Adoptiveltern bleibt ungebrochen. Leider können die ihm nicht viel über seine leibliche Mutter erzählen. Auch der Name des Heims, in dem er bis zu seinem ersten Lebensjahr wohnte, führt in eine Sackgasse.
Leider gibt es keine handfesten Informationen. Ich habe mich auch versucht, schlau zu machen in dem Kinder- und Jugendheim, wo ich das eine Jahr groß geworden bin. Aber dieses existiert leider nicht mehr. Und somit konnte ich diese Quelle leider nicht weiter verfolgen. Auch alle weiteren Versuche, die leibliche Mutter ausfindig zu machen, scheitern. Doch selbst 14 Jahre später hat Günther die Hoffnung nicht aufgegeben, sie eines Tages wiederzufinden. Das ist mein größter Herzenswunsch, meine leibliche Mutter zu finden. Ich möchte ja schon wissen, wer mich 9 Monate im Bauch getragen hat, mich geboren hat. Ich habe sehr, sehr große Hoffnung, dass Julia meine leibliche Mutter findet. Ich habe Günther nach Köln eingeladen, denn die Geschichte seiner Adoption hat mich sehr bewegt. Günther, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Günther, du bist ja hier, weil du nach deiner leiblichen Mutter suchst. Kannst du mir beschreiben, warum das wichtig in deinem Leben ist? Ich bin ein sehr familiärer Mensch und deswegen möchte ich auch gerne wissen, wo meine Wurzeln liegen. Ja. Und das ist mir eine Herzensangelegenheit, einfach auch zu wissen, wer ist meine Mama? Ja, was macht sie? Geht's ihr gut? Wo lebt sie? Das interessiert mich sowas von brennend und das begleitet mich schon seitdem ich es erfahren habe. Obwohl ich sagen muss, ich hatte 34 Jahre lang eine Adoptivmutter, die sich rührend um mich gekümmert hat, wo ich auch sehr dankbar drüber bin, ja. Weil man kennt's ja auch anders. Ja. Also ist die Suche nach deiner leiblichen Mutter etwas sehr, sehr Fundamentales in deinem Leben? Ja. Was wäre das Beste, was deine Mutter zu dir sagen könnte, wenn ihr die Möglichkeit hättet, euch zum ersten Mal zu sehen? Ohne jegliche Worte in den Arm nehmen und die vergangenen 35 Jahre innerhalb von einer Sekunde nachzuholen. Herz an Herz. Und da braucht es nicht viel Worte. Günther, du bist heute hier, weil ich dir gern was Wichtiges sagen möchte. Ich habe dich heute hier eingeladen, weil ich nach deiner Mutter bereits gesucht habe. Nein. Und im Laufe der Recherchen gab es dann eine interessante Adresse in Österreich, wo sie leben könnte. Und da habe ich mir auf den Weg gemacht und bin da hingefahren. Und das würde ich dir gern zeigen. Bist du bereit dazu? Ja, dann gucken wir das jetzt. Guck mal. Ja, okay. Da Günthers ehemaliges Kinderheim nicht mehr existiert, konnte ich auf diesem Weg leider keine weiteren Informationen zu Günthers Mutter in Erfahrung bringen. Doch ich gebe nicht auf und so stoße ich im Zuge meiner Recherchen auf eine kleine Gemeinde in Österreich, ca. 34 Kilometer nördlich von Salzburg. Ich bin jetzt hier in Munderfing, denn meine Recherchen im Vorfeld haben ergeben, dass eine Gabriela, zu der sehr viele Angaben passen, hier lebt. Ich habe die Adresse rausgefunden und bin jetzt auf dem Weg dahin. Und ich hoffe sehr, dass es Günthers Mama ist. Es ist allerdings so ein bisschen kompliziert hier, denn hier der Ortsteil heißt Höllersberg und die Straßen hier aber alle auch. Also was anderes gibt es hier nicht. Es ist alles Höllersberg. Und die einzelnen Hausnummern sind total durcheinander. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal orientieren, wo die Nummer 90 ist. So, und jetzt ist wieder das alte Ding. Ich liebe Hunde. Ich habe nur wahnsinnigen Respekt, wenn die in der Art und Weise ihr Territorium verteidigen, was sie ja auch sollen. Die machen ja nur ihren Job und meinen, ich wäre die Böse. Dann habe ich Angst vor Hunden. Da würde ich mich jetzt nicht reintrauen. Hier geht's gleich weiter. Solltest du unseren Frieden stören, wirst du bald dazugehören. Die stehen hier auf Wachhunde. Grüß Gott. Hallo. Ja, was? Ich habe eine Frage. Höllersberg, ah, darf man, oh, da ist gesät. Oh, ich bin ja typische Stadtkind. So doof. Alles klar. Höllersberg 90, weil das ist alles Höllersberg da. Wie finde ich denn das? Boah, zum Lösen. Immer wenn man Schlasi fragt, der weiß das ewig. Der Schlasi weiß das. Wenn es der Schlasi weiß, gehen wir zum Schlasi.
Landesberg 90? Ja. Wow. Ja, das ist ja alles. Das ist das Problem, dass die alten Häuser nicht so gut sortiert sind mit, ja, mit den Hausnummern. Kann sein, dass das irgendwo ist. Okay, dann schaue ich mir einfach weiter um. Herzlichen Dank. Gell? Bitte. Bis dann. Bitte. Tschüss. Das ist idyllisch hier. Da ist auch jemand im Garten. Schau mal. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich bräuchte Ihre Hilfe. Grüß Gott. Sind Sie vom Sat 1? Genau, die bitte. Frau Leischig. Leischig, genau. Kennen Sie mich auch in Österreich? Nein, ja, sicher. Zimmer. Sehr gut. Bitte. Das ist doch alles Höllersberg. Ja, ist die alles Höllersberg, ja. Ich finde die Nummer 90 nicht. Können Sie mir das sagen? Weil es gibt ja kein System mit den Nummern hier so richtig, oder? Na ja, die 90er-Nummern, da ist hinten ein großer Wohnblock. Ja. Vielleicht wäre ja das die 90er. Das alles weiß ich aber klar. Nicht genau. Da schaue ich dann. Ja, nochmal. Okay. Ist aber viel Arbeit, ja? Ja, na sicher. Aber macht auch Spaß, oder? Genau, es macht Freude. Alles klar, alles Gute, gell? Danke. Wiederschauen. Wiederschauen. So, hier scheint es jetzt aber ein bisschen geordneter zu sein mit den Nummern. Hier ist die 82. Da ist die 84. Das ist dann die 90. Da ist es. Da sitzt auch jemand. Entschuldigung, vielleicht ist es. Dürfte ich Sie kurz sprechen? Ich habe eine Frage. Sind Sie vielleicht Gabriela oder wohnt die hier? Ja. Sind das Sie bin das? Ich, ja. Ja, hallo. Darf ich Sie fragen? Sind Sie auch, kennen Sie mich? Ja, von der Sendung kenne ich. Ja. Ich verfolge Ihre Sendung immer. Das ist schön. Immer sonntags. Sind Sie eine geborene Gabriela Lippelt? Ja. Dann bin ich auf der Suche nach Ihnen. Nach ich sehe, dass Sie am Gänsehaut. Ja. Ich bin aufgeregt. Ja. Dann können Sie sich schon denken, wenn Sie die Sendung kennen, dass es jemanden gibt, der Sie sehr vermisst und sucht. Ja, ja. Kann ich mir schon denken. Ja? Dann würde ich mich vielleicht gern mit Ihnen zusammensetzen wollen, Gabriela. Dann erzähle ich Ihnen alles. Okay. Sollen wir das machen? Können wir reingehen? Sehr gerne, ich komme mit. Ja. Sehr gerne. Ich habe Gabriela gefunden. Sie gefunden. Super. Danke. Geht dir gut, deine Mama. Das ist das Wichtigste. Genau. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Und sie hat mir erzählt. Und das zeige ich dir, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Gut. Gabriela, ich bin heute hier, weil dein Sohn Günther schon ganz lange nach dir sucht. Was sagst du dazu, wenn du das hörst, dass er nach dir sucht? Hast du damit gerechnet? Nein, habe ich nicht. Ja, wir haben selber auch versucht zu finden, aber wir haben nichts rausgekriegt. Wie ist dein Gefühl jetzt, wo du das hörst? Ich bin stolz auf Günther. Das hätte Anna für sich nicht machen müssen. Erzähl doch einfach mal, wie es dazu gekommen ist, dass Günther adoptiert wurde. Damals in der DDR war ich mit Günther hochschwanger. Ich lebte in Scheidung. Und dann hat sich das Jugendamt eingeschaltet, weil man ledig war. Und das Jugendamt war der Meinung, dass ich alleine nicht in der Lage bin, mein Kind zu erziehen. Ich habe dann Günther geboren. Und weg war er. Nach der Geburt, konntest du ihn da noch mal sehen? Nein. Das Kind wurde gleich weggenommen? Ja. Und dann kam der Günther in einem Kinderheim. Und ich habe mich immer dagegen gesträubt, immer. Gabriela, hast du dann mitbekommen, wo dein Kind hingekommen ist? Oder konntest du ihn besuchen? Wie war das dann? Ich bin ja dann immer wieder zum Jugendamt
gegangen und dann habe ich Besuchstermine bekommen. In Heirutsberge war das damals, das Kinderheim. Das heißt, du hast eigentlich deinen Sohn bewusst das erste Mal im Kinderheim dann gesehen auch? Ja. Als Baby? Mit 3 Monaten. Die durften dann nur 1 Stunde sehen. Beim 2. Termin war er weg. Einfach weg. Und dann hieß es staatlich aberkannt. Durch das Regime damals. Hast du danach noch mal irgendwas von deinem Kind gehört? Nein. Haben sie dir denn wenigstens was darüber erzählt, in was für eine Familie oder so er gekommen ist? Gar nichts. Ein bisschen was kann ich dir auch berichten. Also er ist sehr behütet aufgewachsen. Fein. Und hatte auch eine glückliche Kindheit. Das ist die Hauptsache. Aber der Wunsch ist immer stärker geworden, auch seine leiblichen Wurzeln zu finden und vor allem seine leibliche Mama zu finden. Ja. Ich fühle mich so dermaßen. Warum? Dass ich ihn hier weiter gesucht habe. Das ist etwas, was du dir selber nicht verzeihst, ne? Ja. Ich kann das mir selber nicht verzeihen und auch dem Gehirn nie verzeihen. Magst du mir ein bisschen von deinem Leben jetzt erzählen? Ja, 2004 bin ich mit meinem jetzigen Mann, mit dem ich jetzt schon seit 20 Jahren verheiratet bin und auch glücklich, nach Mundelfingen in Österreich gezogen. Wir haben eine 3-Zimmer-Wohnung mit schönen Garten, den ich selber gestalte. Und meine eine Tochter wohnt ein bisschen weiter weg, die andere noch mehr weiter weg. Und habe 2 Enkel hier. Und ich bin zufrieden mit meinem Leben hier. Gabriela, ich habe dir auf jeden Fall vorsorglich ein Foto von ihm mitgebracht. Wirklich? Ja. Das ist dein Günther. Wow. Große Ohren. Stupsnase hatte. Schön. Und das ist dein Sohn heute. Oh mein Gott. Hübscher Bub. Ja. Ein ganz netter. Bist du stolz? Ja. Das macht dich gerade glücklich, gell? Das sehe ich. Ja. Hallo Günther. Ja. Ich bin's, deine Mama. Ich freue mich riesig, dich kennenlernen zu dürfen. Du hast in meinem Leben immer einen Platz. Ich kann's gar nicht mehr abwarten, dich in die Arme zu nehmen und nicht wieder loszulassen. Ich hab dich ganz doll lieb, Günther. Bis bald. Bin überwältigt. Ja. Danke. Sehr gerne. Was ist dein größter Wunsch jetzt? In den Arm nehmen. Das ist der einzige Wunsch. Aber es trennen noch mehrere 100 Kilometer. Aber ich bin ja Wünscheerfüller. Deine Mama wartet draußen. Steht draußen und wartet auf dich. Ist das so? Echt. Wenn du bereit bist, kannst du jetzt zu ihr gehen. Vor 35 langen Jahren wurden Mutter und Sohn getrennt. Jetzt sehen sie sich zum ersten Mal wieder. Schön, dass ich dich endlich in den Arm nehmen kann. Nicht wieder los. Nee. Ich freue mich endlich, meine Mama gefunden zu haben. Ich
Die Haare, die kommen werden. Freue ich mich schon. Und ich mich auch ganz dolle. Dass Gabriela nach all den Jahren ihren Sohn wieder sieht, davon hat sie nie zu träumen gewagt. Doch obwohl Günther in einer liebevollen Adoptivfamilie aufwuchs, hat er seine leibliche Mutter nicht vergessen.